ich denke, Klimaneutralität kann nur gelingen, wenn wir in vielen Bereichen viele Kleinigkeiten ändern. Also Verkehr, Mobilität, Wohnen, Bauen, Ernährung, überall müssen wir an kleinen Zahnrädchen drehen, damit das im Großen und Ganzen funktionieren kann. Und das schaffen wir nur, indem wir alle mitnehmen, indem wir viel kommunizieren, transparent arbeiten, den Menschen auch klar machen, dass es Änderungen bedeutet, aber Änderungen nicht per se schlecht sind. Und genau, Kommunikation ist da das wichtigste Mittel überhaupt, um diese Veränderungen auch gemeinsam durchsetzen zu können. Also ich finde extrem wichtig, dass wir die Schulen, also die Gebäude, anpassen an die Folgen der Klimakatastrophe. Also die meisten Schulen, das sind diese Klötze mit am besten noch riesigen Fenstern, weil man das mal vor 20, 30 Jahren schön und modern fand. Aber das bedeutet einfach, schon bei geringen Außentemperaturen sind die Klassenräume stark erhitzt, sodass eigentlich ein konzentriertes, effizientes Arbeiten im Unterricht gar nicht mehr möglich ist. Die Schulhöfe sind oft zu betoniert, es gibt keine schattenspendenden Orte, es gibt keine Begrünung und das sind alles Faktoren, die müssen geändert werden. Also Schulhöfe aufbrechen, Begrünung schaffen, Bäume pflanzen und wenn Schulen neu gebaut werden, dann auch entsprechend sinnvoll, klimaneutral und effizient bauen, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, in der man dann auch gut lernen kann. Ich bin der Meinung, dass die Stadt mehr da in Erscheinung treten sollte und zum Beispiel Gebäude und Flächen aufkaufen, nicht an PrivatinvestorInnen abgeben, sondern selber bauen und dann günstig vermieten. Das kann aber nicht alleine die Kommune leisten. Dafür fehlt schlicht am Ende das Geld. Das muss ein Gemeinschaftsprojekt von Bund, Land und Kommune werden, wo gemeinsam bezahlt und gebaut wird und dann auch günstig vermietet wird. Ich habe das Glück, dass ich seit 13 Jahren in dieser tollen und lebenswerten Stadt wohnen darf, dass ich meine Kinder hier großziehen kann. Und ich möchte einfach meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Stadt auch weiterhin so lebenswert bleibt, damit auch die jetzt Kinder und Jugendlichen auch im Alter hier noch ein schönes Leben haben können.